Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Veto Schmeto. Heute mit einem neuen Team. Mit dabei Brammen und Jen. Hallihallo. Hallöchen. Ihr beide seid ein Team und euer Ziel ist es, die bisherigen Veto Schmeto Teams zu zerstören. Denn hier spielt ihr gemeinsam zusammen und versucht gemeinsam Fragen zu beantworten. Bisher erreicht in der besten Liste Jay und ich auf Platz 2. Von 2 mit 7500 Punkten, Chris und Sepp auf Platz 1 mit 10.000 Punkten. Und wenn ihr es schafft, 9 Fragen hintereinander richtig zu beantworten, dann seid ihr die neuen Spitzenreiter. Dafür müsst ihr halt die Fragen richtig beantworten. Und das funktioniert so: Ich stelle einem aus dem Team die Frage. Die Person kann dann eine Antwort geben. Die zweite Person darf währenddessen nichts sagen und kann dann entweder zustimmen oder einen von 4 Vetos benutzen. 4 Stück habt ihr insgesamt. Und währenddessen darf dann wieder die erste Person nichts sagen. Das probieren wir jetzt aus, schon mal direkt schön bei der ersten Frage. Die ist nämlich schön einfach und die geht an Jen. 100 Punkte bekommt ihr, wenn ihr mir sagt oder wenn ihr mir folgende Frage beantwortet. Bei großer Aufregung kriegt man umgangssprachlich den A. Buhmann, den B. Hampelmann, den C. Blödmann oder den D. Flattermann. Bei großer Aufregung kriegt man umgangssprachlich den A. Buhmann, B. Hampelmann, C. Blödmann oder D. Flattermann. Also, umgangssprachlich habe ich das, habe ich weder. Ich habe noch gar keinen von denen gehört. Was? Also, ja, den Hampelmann, aber. Hampelmann ist ja hier dieser, ne? Hampelmann. Also, okay, bei Aufregung, ja, okay, dann kriegt man Flattermann, ist das jetzt so von Flatulenzen, von, also würde ich jetzt halt sagen, wenn ich aufgeregt bin, dann kriege ich Flatulenzen, aber ich sag mal, es ist der Hampelmann wahrscheinlich. Okay, deine Antwort wäre B, Hampelmann. Ja. Okay, Bram durfte jetzt nichts sagen, darf jetzt was sagen, Jen, du darfst jetzt nichts mehr sagen und Bram... Stimmst du zu oder nimmst du ein Veto? Das tut mir furchtbar leid, ich muss ein Veto nehmen. Das ist der Flattermann nämlich. Wenn du einen Flattermann machst, der Flattermann hat zwei Sachen. Und zwar einmal ist der Flattermann ein Hähnchen, also Brathähnchen tatsächlich. Das kenne ich von uns vom Niederrhein. Wenn du einen Flattermann kaufen gehst. Und ein Flattermann ist auch ein sehr nervöser Mensch. Das ist eigentlich das, woher ich das hauptsächlich kenne. Deswegen würde ich ein Veto einlegen. Es tut mir furchtbar leid, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass das der Flattermann ist. Okay, das ist gut. Okay. Bram sagt Veto D. Flattermann. Jen sagt, ist okay. Ja. Und das ist korrekt. Yay! Yeah, ja. Super gemacht. Ja. Ja. Easy. Hey, wenn man das nicht kennt, das ist halt wie mit so Sprichwörtern. Wenn man die nicht kennt, hast du halt verloren, wa? Ich kenne das wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das so regional so ein Ding ist, ob man das vielleicht bei uns irgendwie aus der Gegend aus dem Rheinland kennt oder so nur. Ich muss jetzt googeln. Flattermann. Ja, ich habe sicherheitshalber auch nochmal gegoogelt. Bram hat doch perfekt die Google-Definition vorgelesen. 1 Brathähnchen, 2 nervöser Mensch. Oh, sehr gut gegoogelt, super. Ja. Sehr schön. Okay. Die nächste Frage geht dann zuerst an Bram. 500 Punkte bekommt ihr dafür schon. Das heißt, die Punkte gehen, also nicht 500 Punkte dafür, nur für die Frage, sondern die habt ihr dann, wenn ihr die Frage richtig beantwortet. Insgesamt. Bram, wobei handelt es sich um eine Pflanzengattung? A. Kursschatten, B. Halbschatten, C. Lidschatten oder D. Nachtschatten? Okay. D. Nachtschattengewächse, die gibt es auf jeden Fall. Eine Tomate zum Beispiel, da gab es mal diese fette Diskussion darum, ob es ein Nachtschattengewächs ist oder doch ein Gemüse oder ein Obst oder so Geschichten. Lidschatten ist safe, irgendwas Schminkmäßiges am Stissel. Ich bin für Nachtschatten. A und B kenne ich gar nicht, deswegen bin ich für D. Okay, Bram lockt ein, D, Nachtschatten. Jen, du darfst jetzt was... Check, ich bin auch für Nachtschatten. Lidschatten ist Schminke. 1 und 2 würde ich sagen, was ist das? Und D ist halt eher... Kenne ich vielleicht aus irgendwelchen MMOs, dass man Nachtschatten farmen muss? Deswegen würde ich auch sagen D. Okay. Halbschatten heißt ein Film wohl. Also Halbschatten ist es nicht. Nee. Sehr gut. Ja, ihr habt recht, das sind Nachtschattengewächse. Yay. Absolut richtig. 500 Punkte für euch. Sehr gut, jetzt ist Jen wieder als erstes dran. Oh. Für eine Frage, die euch insgesamt 1000 Punkte dann ermöglicht. Mhm.
Welches Verb ist im Wörterbuch zu finden? A. Sündhaft teuren. B. Sehr kostspieligen. C. Recht preiswerten. Oder D. Zu billigen. Das sind Verben? Ich lese sie nochmal vor. Sündhaft teuren, sehr kostspieligen, recht preiswerten oder zu billigen? Da würde ich sagen kostspieligen, weil Verb ist ja das, was man tut. Ne? Substantiv sind ja Dinge, Verben und Adjektiv sind ja... Deswegen würde ich sagen kostspieligen. Also das Verb wäre in dem Fall sehr kostspieligen. Ja, sehr kostspieligen. Weil was waren nochmal die anderen? Ja, sündhaft teuren. Sündhaft teuren. Ja. Sehr kostspieligen. Ja. Recht preiswerten. Ja. Oder zu billigen. Zu billigen. Oh, ich billige dir. Wir billigen uns. RCS billigt mir, dir SCS. Warte, nee. Okay, nee, zu billigen. Ja, doch, dann will ich zu billigen nehmen, natürlich. Ich glaube, dass. Weiß zwar nicht, was das ist. Ich billige dir jetzt, aber würde ich jetzt sagen. Ja, das lock ich ein. Okay, alles klar. Jen nimmt D. Du hast übrigens keinen Zeitdruck, theoretisch. Ne? Das heißt, du kannst darüber nachdenken. Irgendwann werde ich vielleicht sagen, jetzt drück mal auf die Tube, aber du musst dich nicht stressen. Nur zur Info. Bram darf jetzt sprechen und etwas zu der Auswahl von Jen sagen. Ja, ich bin auch bei D. Weil du kannst etwas billigen, aber du kannst nicht etwas zu teuren und so. Deswegen, und da wäre mein Verb geht, wäre ich auch bei D. Deswegen, ja, ich sag auch D. Sehr gut. Ihr habt als Team weise entschieden. 1000 Punkte für euch insgesamt. Sauber. Nice. Zu billigen, ja, das ist, glaube ich, das war jetzt so eine klassische Wer wird Millionär-Frage, wo man einfach Unfug geschrieben hat. Ja. Und dann zu billigen, ja, ist halt so dieses, okay, ja, ich billige dir das zu, wie er auch schon gesagt hat. So, ja, es ist okay, ihr wollt die Entschädigung, okay, ich werde euch die Entschädigung zubilligen. Ja, so funktioniert das. Sehr gut gemacht. Bram ist jetzt wieder als erster dran, nachdem ich kurz an der Tür war. Sehr gut. Ja. Die nächste Frage geht jetzt wieder zuerst an Bram. Ja. Bei welcher Sportart wird jedes Mal die Zeit angehalten, wenn der Spielball ins Aus geht? A. Basketball, B. Handball, C. Tennis oder D. Volleyball? Aber Basketball, wa? Das ist richtig. Kann sie gerne nochmal vorlesen, wenn du möchtest. Nee, dann A beim Basketball, wenn da der Ball die Linie passiert, auf jeden Fall. Wir haben schon so viele Videos mit Christian geguckt, wo es ja auch immer diesen in der letzten Sekunde, solange der Ball noch in der Luft ist, zählt und sobald der Ball den Boden berührt hat, ist es dann raus und dann schmeißen die so, weißt du, so eine halbe Millisekunde, bevor die Zeit abgelaufen ist, den Ball so quer über das Feld, um einfach noch irgendwie den Korb zu treffen, weil genau auf Punkt einfach abgelaufen ist. Deswegen wäre meine Antwort Basketball. Okay, Bram lockt ein A, Basketball, Jen. Ja, das war so überzeugend, da kann ich nichts anderes sagen. Ich dachte erst, okay, Fußball, aber dann kam Fußball gar nicht zur Auswahl. Nee, beim Fußball läuft die Zeit tatsächlich weiter. Okay, du nimmst, du stimmst zu dann? Ja. Okay, ihr lockt ein A, Basketball. Handball, Tennis, Volleyball sind alle Sportarten, wo scheinbar die Zeit nicht angehalten wird, denn Basketball ist absolut korrekt. Ihr habt 2000 Punkte. Nice. Wie gesagt, der Rekord liegt bei 7500. Der Rekord liegt bei 10.000. Der zweite Platz bei 7500. Ihr seid jetzt bei 2000 Punkten und könntet 3000 erreichen, wenn ihr die nächste Frage richtig beantwortet. Die geht jetzt wieder zuerst an Jen. Okay. Was ist ein Treuer? Ich werde das sicherheitshalber hier kurz in Teamspeak schreiben, damit ihr wisst, wie das überhaupt geschrieben wird. Ein Treuer. A. Ein Winterpullover. B. Ein Geländefahrzeug. C. Ein Schrankkoffer. Oder D. Ein Kräuterlikör. Ist Treuer ein Winterpullover, Geländefahrzeug, Schrankkoffer oder Kräuterlikör? Ich
Also ich habe dieses Wort noch nie zuvor in dieser Schreibweise gesehen. Geländefahrzeugen, Pullover und was war es noch? Ein Schrankkoffer oder ein Kräuterlikör? Vielleicht ist es ein Schrankkoffer, weil es gibt doch diese, wie heißt das, diese Trolleys, Trolley, auch so fast in der. Vielleicht ist es ja eine Art von einem Koffer. Oh Gott, Bram, ich weiß es nicht. Ich setze all meine Hoffnung auf dich. Ich sag einfach, es ist ein Koffer, ihr Dingens da. Ein Schrankkoffer, sagst du? Ja, ein Schrankkoffer. Und ich glaube, Bram ist schlau und weiß das. Okay, Jen sagt C, Schrankkoffer. Ein Treuer ist ein Schrankkoffer. Bram, du darfst jetzt was tun. Soll ich die Antwortmöglichkeiten nochmal wiederholen? Ich habe das Wort noch nie in meinem Leben gehört. Oh nein! Ich hab mir die gemerkt. ich habe keine Ahnung. Ich war kurz bei dem Lied von Fanta 4 mit hier, du bist mit Troy gewesen, ob da vielleicht irgendwie sowas zumindest drin vorkommt, weißt du? Hey, du bist mit Troyer und dann saufen die einen oder so im Musikvideo hinter seinem Kopf. Saufen die einen schönen Kräuterlikör, meinst du vielleicht? Ja, so Geschichten, weißt du, aber da ist mir nichts zu eingefallen zumindest. Dann, ich fand Jens Erklärung mit dem Trolley und dem, also als Trolley ist so ein kleiner Koffer und Troyer ist dann vielleicht ein Schrankkoffer. Ja. Könnte auch gut sein. Das Einzige, was ich tatsächlich ausschließen würde, obwohl ich das gar nicht nötig hätte, was auszuschließen und ich mich damit eigentlich nur in die Nässe setzen kann, ist ein Auto. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde so ein Auto, Troyer, irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, der Kräuterlikör ist es. Also wenn ich das bei Google eingebe, interessanterweise, das dürfte ich im Video nicht zeigen, glaube ich. Warum, was siehst du denn dann? Was ist denn? Ist das der Kräuterlikör, man sollte keinen Alkohol verherrlichen? Das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich noch mehr Tipps geben sollte. Was machen wir mal A? Wir haben Winterpullover, ah, ja, genau, Winterpullover, Geländefahrzeug, Schrankkoffer oder Kräuterlikör. Okay, du darfst es nicht zeigen. Also ich glaube, der Koffer ist es doch nicht. Oder vielleicht schon. Das habe ich nicht gesagt. Vielleicht wären das einzelne Körperteile. Aber dann würde er uns jetzt nicht verunsichern wollen. Vielleicht würde er uns auf den richtigen Pfad führen. Das stimmt, ja. Boah. Vielleicht ist es denn. Nee, wenn es ein Kräuterlikör ist, wüsste ich es. Ich trinke gerne. Ah. Ich trinke gerne. Wait, Jen, du darfst gar nichts sagen, während Bram überlegt, by the way. Ja, aber wie gesagt, vielleicht ist der Kräuterlikör ja auch so ein Lokalding, weißt du, das ist irgendwie im tiefsten Stuttgart oder so wird das gesoffen und das kennt natürlich dann keine Sau. So ist, wie ist Alkohol was man auf YouTube nicht zeigen darf? Doch, Alkohol darfst du zeigen. Wir haben ja schon, ach Quatsch, natürlich, wir haben auf jeden Fall schon Testing und so weiter gemacht. Aber darf ich Winterpullover nicht zeigen auf YouTube oder was? Ja, oder ein Auto oder ein Schrankkoffer. Was ist ein Schrankkoffer? Hab ich da gerade falsche Gedanken? Schrankkoffer ist doch einfach nur ein großer Koffer oder der Reisekoffer ist doch ein Schrankkoffer, oder? Peter, sag doch mal was. Was soll ich dir sagen? Ich vertraue da Jen komplett. Weißt du, sag ich mal so, wie es ist. Weißt du, der Schrankkoffer, das hört sich doch mega an. Bist du dir ganz sicher? Nee, also wenn ich da gerade nochmal drüber nachdenke, dann auch, dann vielleicht doch ein Likör. Also, nee, das ist schon irgendwie, ich bin überrascht, als ich das bei YouTube, bei Google eingegeben habe. Ja, das ist ein Winterpullover. Okay. Ein Veto einsetzen und sagt, das ist ein Winterpullover. Ah, das weil, ist okay. Pass auf, weil, A, ich glaube, du hast schon viel geholfen. Du hast uns vom Schnaps weggebracht, du hast uns von dem Trolley also von dem Schrank weggebracht. Das Auto ist es nicht. Und bei dem Winterpullover kann ich mir jetzt vorstellen, dass das ein bestimmter Schnitt ist, den man vielleicht auf YouTube nicht zeigen darf, weil man da vielleicht Titten sehen kann oder so. Das würde beim Auto keinen Sinn machen, außer Troyer ist eine bestimmte Art von Pin-Up. Und auf YouTube darfst du eigentlich nur nicht zeigen, wenn einer verstümmelt wird oder Sex. Hauptsächlich Sex. Sex ist das Wichtigste, weil das sind die Amis ganz allergisch gegen. Und dementsprechend Auto wäre Pin-Up, aber glaube ich nicht. Schrankkoffer, willst du mal eine nackte Frau in den Schrank setzen, Koffer setzen oder so. Oder könnte so ein Sexspielzeug sein, glaube ich aber nicht. Davon wolltest du uns wegbringen. Alkohol dürfte sie zeigen, also gehe ich mit dem extrem kurzen Winterpulli, wo man wahrscheinlich Nippel durchsehen kann oder so. Und deswegen findest du das komisch, dass man den auf YouTube, auf Google sehen darf. Und weiß gar nicht, ob man den auf YouTube zeigen darf. Okay. Du machst ein Veto und sagst A, Winterpullover. Ja, denn du darfst jetzt wieder reden. Wegen deinen Tipps.
Ich habe hier keine Tipps gegeben. Ich bin komplett neutraler. Verzeih mir, ich hoffe, du hasst mich jetzt nicht. Ich bin komplett neutraler Moderator. Sie kann gar nicht mehr reden. Ja, stimmt. Ja. Du darfst Feuer. Reden. Ja, stimmt, okay. Du darfst wieder reden. Jetzt sag, ob es richtig ist oder nicht. Also, ich wusste, ich kannte es vorher auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich einen krassen Anstieg der Schwierigkeit. Oder vielleicht ist das einfach nur ein allgemein bekannter Begriff, den wir drei nicht kennen. Das ist natürlich auch theoretisch möglich. Also, ein Schrankkoffer ist es nicht. Ah, wussten wir. Ja. Ein Kräuterlikör ist es auch nicht. So, dann, mehr Tipps konnte ich dann aber wirklich, also ich habe ja keine Tipps gegeben, aber dann. Nee. Ja, Quatsch, Alter. Also Winterpullover oder Geländefahrzeug. Was konnte ich, also wenn ich teuer bei YouTube, bei Google eingebe, mein Gott, dann sehe ich Brüste, ja, weil es ist ein Netzpullover in dem Fall, wo man voll durchgucken kann. Es ist ein Winterpullover, ihr habt recht, 3000 What? Punkte. Nice. Es ist ein Winterpullover, der durchsichtig Warte ist. Warte mal, was hast du denn eingegeben? Ich sehe gar keine Brüste. Treuer, wenn ich treuer bei Google eingebe, dann kommen da oben kommen da so Kaufsangebote, Kaufangebote, Anzeigen, kaufen. Ja. Und der vierte von links ist bei mir von Patricia Pepe. Und das ist... Also ich weiß ja nicht, was du da hast, aber bei mir ist das ganz normale Pullover. Okay, ja, keine Ahnung, was Google da von mir abgespeichert hat. Ich hab's euch gerade mal geschickt, damit ihr diesen geilen Winterpullover euch mal angucken könnt. Naja, das ist ein Netzpullover, aber das ist... Nee, das ist doch kein Treuer. Ja, also, aber das kommt bei mir, wenn ich Treuer eingebe, als wenn du jetzt die große Treuer-Spezialistin bist. Auf einmal. Noch, das wäre ein Schrankkoffer. Also bei mir kommt das nicht. Ich weiß ja nicht, was du mal bei Google eingibst, dass das bei dir kommt, ne? Aber ich muss sagen, die hat ja gar keine Nippel. Ja, die sind abgeklebt. Ja, aber ich war mir halt unsicher, ob ich das jetzt guten Gewissens in ein YouTube-Video mit einbinden könnte. Ach, na klar. Ah, haben wir selber geschafft ohne Tipps. Habt ihr gut gemacht. Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay, dann bitte ich wieder um Contenance, denn jetzt kommt die erste Frage, geht jetzt an Brammen und ihr könnt damit euren Punktestand auf 5000 erhöhen. Geil. Ihr habt noch zwei Vetos. Die Frage lautet, wie nennen Katholiken den ersten Tag der vorösterlichen Fastenzeit? Okay, nochmal, wie nennen Katholiken den ersten Tag der vorösterlichen Fastenzeit? A. Palmsonntag. B. Gründonnerstag. C. Aschermittwoch oder D. Karfreitag. Okay, ich bin dran, wa? Ja. Gründonnerstag ist Altweiber. Dann kommt Rosenmontag, Veilchendienstag, Aschermittwoch und dann beginnt die Fastenzeit zu Ostern. Jen, falls du nicht aus NRW kommst oder so, wo es kein Karneval gibt, dann weiß ich nicht, wie das da geregelt ist tatsächlich. Ich kenne das nur in der Reihenfolge. Gründonnerstag kommt davor, oder? Der Donnerstag nach Karneval hat keinen Namen, der ist einfach ein Donnerstag. Und der Donnerstag vor Karneval ist, glaube ich, Gründonnerstag. Weil, ja, da werden Krawatten abgeschnitten, bla bla bla. Ich glaube in der Reihenfolge. Also dementsprechend wäre dann Aschermittwoch die Sache, weil Karfreitag ist der Freitag vor Ostern. Aber wir wollen die Vorfastenzeitliche haben und es sind 30 Tage vor Ostern ist Karneval. Oder 60? Irgendwie so. Ich glaube einen Mond. Ich glaube, einen Mond lang. Ich glaube, es sind gleich 30. Weil Karneval richtet sich ja irgendwie nach dem Mond. Und deswegen wäre meine Antwort Aschermittwoch. Okay, Bram lockt ein C, Aschermittwoch. Jen, was sagst du dazu? Ja, also, hat er es auch wieder so gut erklärt. Genau so hätte ich, genau 1:1 so hätte ich das auch erklärt. Ne? Also, da gibt es nichts zu widersprechen. Der hat da einfach vollkommen recht. Und da genau das Gleiche locke ich auch ein. Okay, ihr habt euch beide dann damit für Aschermittwoch entschieden. Bram hat das fantastisch hergeleitet, das ist absolut korrekt. Sehr gut gemacht. Super, nice. Super, sehr schön. 5000 Punkte für euch. Wenn ihr die nächste Frage richtig beantwortet. Und Jen, kennst du Karneval? Ich kenn Fasching. Okay, ich weiß nicht mal, ob das dasselbe ist. Ja, also ich weiß Karneval natürlich, also, aber ich bin gibt's, natürlich... Gibt's Aschermittwoch hier? Nee, wa? Nee. Dass ich wüsste. Naja, für die katholischen Christen schon, würde ich sagen. Ja. Ja, okay, also ja, ja, gut, okay, aber wenn du halt hier aufgewachsen bist, dann bekommst du das wahrscheinlich einfach nicht so mit, vielleicht auch. Ja. Das kann sein. Ich meine, wer fastet heutzutage noch wirklich zwischen Karneval und der Auferstehung oder wie jedes das nochmal war? War das so rum? Ich weiß es gar nicht. Also ich weiß nicht, ob Gründonnerstag tatsächlich unser Altweiber ist, das kann ich dir nicht mal sagen, aber das kann sehr gut sein. Deswegen alles gut.
Aschermittwoch ist auf jeden Fall der erste Tag der vorösterlichen Fastenzeit. Deswegen säuft man sich davor ja auch die Bude weg. Damit man dann am Mittwoch quasi, was weiß ich wie lange, 40 Tage oder was, nichts mehr machen darf. 7500 Punkte erreicht ihr. Wenn ihr mir jetzt sofort sagt, Jen, ist an dich geht diese Frage. Oh nein. Welches Tier ist in Nordamerika heimisch? A. A. Der Gabelbock. B. Der Löffel. B. Der Löffeleber. C. Der Messerhengst. Oder D. Der Tellerochse. Ach du Scheiße! Welches Tier ist in Nordamerika heimisch? Der Gabelbock, der Löffeleber, der Messerhengst oder der Tellerochse? Okay, Messer, Gabel, Löffel oder Teller. Also für mich, also dieser Teller-Dingens, da fällt für mich irgendwie raus, also das ergibt für mich, glaube ich, keinen Sinn. Der Tellerochse? Ja, ich glaube, der Tellerochse ergibt für mich keinen Sinn. Wobei ich weiß, also eigentlich ergibt für mich gar nichts Sinn, weil ich die alle noch gar nicht gehört habe. Am meisten Sinn würde für mich A ergeben, der Gabelbock vielleicht. Ich kann nicht mal sagen, warum, aber es klingt für mich halt einfach am logischsten. Was waren die anderen? Also Gabelbock, Löffeleber, Messerhengst oder Tellerochse. Oh, wobei die können auch alle logisch klingen. Oh mein Gott. Oh, das weiß doch keiner. Oh Gott. Ja. Messereber, Tellerbock, Löffel was? Löffeleber. Und der Messerhengst. Messerhengst. Gabelbock. Der Gabelbock catcht mich. Ich nehme jetzt einfach Gabelbock. Vielleicht sagt Bram mir, ey, ich habe schon so viele Dokus gesehen. Jeden Abend, bevor ich einschlafe, gucke ich mir eine Doku an. Und der sagt mir jetzt, ey, das ist falsch. Dann go for it, Bram. Aber Bram guckt viele Netflix-Dokus, das kann ich dir sagen. Sehr gut. Dann bitte. Okay, du loggst ein A-Gabelbock. Ja, ich bin auch tatsächlich beim Gabelbock. Ich wäre anders herangegangen, aber. Und zwar der Löffeleber. Ja, also solche Bezeichnungen kommen ja in der Regel davon, dass also viele Namensbezeichnungen von Tieren kommen ja ursprünglich tatsächlich aus dem Deutschen, weil in den frühen 19. Jahrhundert ja die deutsche Wissenschaft so weit war. Deswegen sind ja ganz viele Bezeichnungen auch international auf Deutsch im Science-Bereich. Entschuldigung. Gabelbock würde halt Sinn machen, weil der so zwei Hörner dann irgendwie hat oder vielleicht sogar drei oder so oder vier, was einer Gabel halt ähnlich sieht. Während halt ein Messer Hengst, also Hengst ist ja zwangsläufig die Bezeichnung für ein Pferd. Das heißt, das müsste Messer Pferd heißen oder so, ja. Bei Ochse ist ein kastrierter Bulle. Das heißt, nee, weil der Ochse ist ja künstlich gemacht und dementsprechend wäre noch der Eber übrig. Und der könnte dann halt noch sein, aber da bin ich dann einfach bei Jen und sage deswegen, ihre Antwort ist perfekt. Das wäre meine Herleitung. Okay. Du loggst ebenfalls A, Gabelbock ein. Ich kann euch zumindest sagen, bevor ich diese Frage vorgelesen habe, ist der Gabelbock das einzige Tier, von dem ich jemals gehört habe von den Vieren. Ich habe die jetzt gerade während eurer Antwort alle mal gegoogelt und war überrascht. Dass alle drei anderen nicht existieren. Der Gabelbock ist korrekt. Oh mein Gott! Das ist schön. Damit sehr gut. Habt ihr gleich gezogen mit aktuellen zweiten Platz, nämlich Jonathan und mir. Wir haben 7500 easy, ne? Punkte erreicht. Wir sind, wir sind an der nächsten Frage komplett gescheitert. Okay. Oh, Fehler gemacht. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich euch die Antwortmöglichkeiten, ohne die Antwort zu verraten, einfach in Teamspeak posten kann. Das werde ich ab jetzt machen. Der Grammy für den Song des Jahres 2012. Oh, achso, die Frage geht übrigens an Bram. Der Grammy, ja, das kennen wir ja alle, für den Song des Jahres 2012 ging im Februar an die Single We Are Young der Band A. Fun, B. Joy, C. Pleasure oder D. Happiness. Das sind die Antwortmöglichkeiten. Also. Fun, Joy, Pleasure, Happiness. Ich fand die Grannys ja immer geil, ne? Gerade ich bin komplett lost bei der Frage, by the way. Ich bin ganz ehrlich, das könnte eine Trick-Question sein und die Grammys sind nicht mal, ich wüsste nicht mal, ob das die Dinger sind für Musik, ja? Ich gehe jetzt aber davon aus, dass das hoffentlich nicht Teil der Trick
Question ist. So, aber ich kann mich an den Song, glaube ich, erinnern. So, deswegen versuche ich zumindest so viel, also vielleicht weißt du ja das auch einfach, aber die darf ja gerade nicht reden. Ja, aber deswegen versuche ich trotzdem so viel von dem, was ich weiß. Und da ist halt nicht der Song mit We are young. Da kann ich den Text leider nicht, ja. Aber wo am Anfang so ein Echo drauf liegt, ja, auf diesem We are young. Ich hoffe, ich konnte damit vielleicht ein bisschen helfen. Und ich meine, dass es Fun, Pleasure und Happiness nicht gibt, aber Joy gibt es doch bestimmt als Band. Deswegen wäre Joy meine Antwort. Und das ist alles gar kein Problem, wenn Jen jetzt sagt, nee, das ist alles kompletter Bullshit, dann ist für mich ein Film-Award und dann heißt Pleasure, ja. Das ist für mich komplett fein. Aber ich wollte so sagen, ein. Was ich hab. Ja. B-Joy. Damit hast du alle Informationen an Jen weitergegeben, die du quasi weitergeben konntest. Und Jen kann jetzt endlich was dazu sagen. Ja, we are young. Wer kennt das Lied nicht? Ich kenn's nicht. Ich hab gehofft, dass er noch ein bisschen weiter singt, aber er hat es nicht getan. aber deswegen überlegen wir uns, was Sinn ergeben würde, wie sich eine Band nennen würde. Fun, Joy, Pleasure oder Happiness. Ich denke tatsächlich, also ich würde tatsächlich auch mit Joy mitgehen. Einfach weil es auch wieder in meinem Kopf sagt, es nennt sich wahrscheinlich keine Band Pleasure oder obwohl. Doch eigentlich schon. Man kann sich. Ach Mann. We are young. Von Joy. Das wird schon so passen. Und ja. ja. Passt schon. Keine Ahnung. Ja. Ich habe auch. Wichtig sind auch die Punkte bei den ja, Namen. Ja, die Punkte. Vielleicht müssen wir diesen Punkt analysieren. Ja. Vielleicht, weil bei Joy ist ja auch über dem J. Sind die alle klein geschrieben, die Bandnamen? Ja. Alle Buchstaben. Ja, klein. Vielleicht ist ja hinter dem Joy der Punkt, weil über dem J ein Punkt ist. Wobei es auch bei Happiness sein könnte. Über dem I, aber ne, Joy, weil so ein kurzer Name und ein Punkt. Ach ja, komm, Joy! Ja! Okay. Jen sagt auch Joy. Beide wissen aber nicht so ganz, was hier gerade Sache ist. Ich kann mal. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Kennt ihr den? Ja, yeah, I feel it falling down. Mhm. Okay, mehr meine ich, weil hier GEMA und so. Tonight. Genau das is ist es. We are young. Ah. Okay, wenn ihr jetzt halt wisst, was das für ein Song ist, hättet ihr euch dann für eine andere Antwort entschieden? Ja. Und zwar? A pleasure. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, ob das überhaupt ein Musik-Award ist. Ja, die Grammys sind Musik-Awards. Ich hab gar keine Ahnung. Okay, es ist nicht Happiness. Ja. Es ist nicht Pleasure. Ja. Es ist ein Wort mit 3 Buchstaben. Ja. Alter, als wenn sich irgendeiner Fun nennt. Nicht nur Fun, sondern Fun mit Punkt. Es ist Fun, leider. Ja. Oh nein. Ja, raus. Es tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich wusste es auch nicht. Oh nein. Ihr seid bei 7500 Punkten. Der erste Platz bleibt unangegriffen. Christian und Sebastian, die 10.000 Punkte erreicht haben. Und ihr reiht euch ein mit Jay und mir, nämlich auf 7.500 Punkten. Wir machen aber noch Fragen, damit man anhand der Videolänge nicht erkennen kann, wann ihr rausfliegt. Das haben wir bei den vorherigen Folgen auch so gemacht. Das heißt, ihr könnt jetzt noch für jede richtig beantwortete Frage einen Punkt sammeln in dem Vergleich, um zu gucken, ob ihr besser oder schlechter seid. Okay. Alles klar. Die nächste Frage geht dann an Jen zuerst. Welcher dieser US-Bundesstaaten hat keine Landgrenze zu einem ausländischen Nachbarstaat? Oh, nee. Welcher dieser US-Bundesstaaten hat keine Landgrenze zu einem ausländischen Nachbarstaat? A. Texas. B. New York. C. Kalifornien. Oder D. Florida. Achso, ich wollte euch die Antworten ja hier schicken. Also das Schlimme ist, dass ich in Geografie so richtig blond bin, so richtig Klischee. Und man denkt sich jetzt, was ist mit der? Warum weiß sie das nicht? Ja, aber ich da weiß die, es nicht. Ganz ehrlich, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind, was Geografie angeht, einiges von mir gewöhnt und das kannst du nicht unterbieten. Oh, doch.
Oh doch, ich hab null Ahnung. Ich hab gar keinen Plan. Texas, New York, Kalifornien, Florida. Wie war nochmal die Frage? Welcher dieser US-Bundesstaaten hat keine Landgrenze zu einem ausländischen Nachbarstaat? Ja, das ist natürlich ganz klar New York. Okay. Jen sagt B, New York. Brammen. Ist eine verdammt gute Frage, Peter, die du mir da stellst. Ist schon mal eine gute Frage. Also pass auf, ich weiß, dass Texas und Kalifornien beide auf jeden Fall zu Mexiko angrenzten. So, aber New York zu einem anderen Land. Moment, keine Landgrenze. Hat keine Landgrenze zu einem ausländischen Nachbarstaat. Also welches, okay, welches dieser... Ich dachte jetzt, das ist halt echt ein Problem. Weil ist New York City nicht New York? Kann jetzt, gibt es da einen Unterschied? Weil mein erster Gedanke wäre gewesen Florida, weil das ja dieser Zipfel ist, der über den Inseln da im Golf von Mexiko ist. Was auch immer da alles ist, ja. Jamaika und so Geschichten. So, und da gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass die dann keine Landgrenze haben. Aber New York, ist New York nicht rechts mittig? Und dementsprechend liegen da drüber noch ganz viele andere Staaten, bis Kanada kommt? Ja, New York und Florida könnten es halt beide für mich sein, aber... Oder ist New York jetzt nicht New York City? Das wissen wir wahrscheinlich beides nicht sagen. Deswegen vertraue ich da einfach Jen, würde ich sagen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Und sag, bleib bei New York. Ist doch super. Okay. Dann bleibt ihr beide bei New York. Zur Information, New York ist nicht einfach nur New York City. New York ist ein eigener Staat, der auch eine deutlich größere Fläche hat als einfach nur New York City. Liegt zwischen Vermont und Pennsylvania und darüber liegt Kanada. Also New York grenzt komplett an Kanada an. Und die richtige Antwort wäre Florida gewesen. Ja, das war ja doch klar. Weil Florida ist ja dieser Zipfel unten rechts, der einfach so raushängt, wie so ein, ne? Und da grenzt halt nichts dran über Land. Oh. Sehr gut, also super. Keinen Punkt für die Frage. Kommen wir zur nächsten Frage, die jetzt zuerst wieder an Bram geht. Insgesamt, wie viele unabhängige Staaten haben mehr Einwohner als die gesamte Europäische Union? Insgesamt wie viel? Also die Fragen werden schwerer. Insgesamt, wie viele unabhängige Staaten haben mehr Einwohner als die gesamte Europäische Union? A, einer, B, zwei, C, drei oder D, vier. Okay, also die EU hat, keine Ahnung, zwischen 400 und 500 Millionen Einwohner. Irgendwo da, die ganze EU. Indien und China haben safe mehr. Die USA hat weniger. Die haben nur 300 irgendwas. Also wenn wir bei 2. Dann gibt es bestimmt einen, den man vergessen hat. Deswegen sage ich 3. Klassische Taktik, ja. Okay. Also 3, ist das deine Antwort? Ja. Okay. Bram sagt C, 3. Jen, ja, was sagst du dazu? Also auch als ich die Frage gehört habe, habe ich direkt an 3 gedacht. Auch super erklärt wieder, natürlich vollends. Mega erklärt. Mega, also Bram hat den Durchblick in Sachen Geografie, Leben und alles. Deswegen 3. Okay, dann bleibt ihr beide bei 3. Die Europäische Union hat 447 Millionen Einwohner. 447 Millionen. Indien hat 1,3 Milliarden. Also ist drüber. Haben wir schon mal eins. China hat ebenfalls 1,3 Milliarden. Ist also locker drüber. USA hat 328 Millionen. Ist also locker drunter. Mexiko hat nur 127. Ist also auch locker drunter. Es wären 2 gewesen. 3 ist falsch. Doch, keins vergessen. Nee, keins vergessen. Indien und China sind überall. Das ist der drittgrößte Land der Erde. Wenn es ein Land wäre, wäre es das drittgrößte Land, ja.
Oh. Okay. Zwei haben wir noch. Und dann, obwohl wir 60 Millionen Briten verloren haben. Krass. Also, ich weiß nicht, warte mal. Ja, gute Frage. Einwohner Europäische Union. Die Zahlen sind von Anfang des Jahres 2021, zählt die EU insgesamt 447. Okay, Anfang 2021, da war doch England draußen, oder? Da war Großbritannien schon weg, ja. Würde ich auch sagen. Ja, okay. Dann, vorletzte Frage. Worin, im Moment, die geht jetzt an Jen. Worin wurde 1952 die Vereinigung der beiden deutschen Staaten vorgeschlagen? Wait, what? Worin wurde 1952 die Vereinigung der beiden deutschen Staaten vorgeschlagen? A. Churchill-Postulat. B. Stalin-Note. C. Adenauer-Doktrin. Oder D. De Gaulle-Dekret. Ist das dein Ernst? Die Fragen werden schwieriger. Das ist ja quasi die 500.000-Euro-Frage bei Wer wird Millionär. Kriegst du nicht geschenkt? Ich bin kein weiser Mensch, der alles weiß. Alter, gar keine Ahnung. Ich kenne die ganzen Worte nicht mal. Churchill-Postulat, Stalin-Note. Ich kenne Stalin, ja. Adenauer ist, ja, Adenauer, Doktrin, De Gaulle, De Kri- Alter. Ja, das ist also ganz offensichtlich, ne, das weiß man natürlich, man hat ja auch Geschichte gehabt und so, ist das natürlich Antwort C, Adenauer-Doktrin. Alles klar, Jen sagt C, die Adenauer-Doktrin. Brammen, was hältst du davon? Also, De Gaulle und Churchill waren jeweils Präsident Frankreich und Ministerpräsident Großbritannien. Adenauer halt der Bundeskanzler von Deutschland und Stalin halt oberster Sowjet von der UdSSR, aka Sowjetunion. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was zu dem Zeitpunkt war. Ihr Vorschlag davon in der Doktrin. Eine Doktrine ist kein, nee, glaube ich, sowas nicht. Ich glaube, eine Doktrine hat irgendwas mit Krieg zu tun. Ein Dekret. Wenn es da drin gestanden hätte in dem Dekret, wäre es ausgeführt worden. Weißt du, so kam der Präsident der Vereinigten Staaten, gibt ein Dekret aus, dass jetzt Krieg erklärt wird mit Türkei und dann macht die USA das. So, das ist ein Dekret. Postulat, weiß ich nicht, mich hat die Stalin-Note angelächelt und deswegen würde ich da tatsächlich ein Veto einlegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Adenauer als der aus den Verlierermächten kommende nicht die Macht hatte, in der Doktrin zu sagen, wir vereinigen Ost und West. Ich könnte mir vorstellen, dass die Stalin-Note das vorgesehen hat. Okay. Dann wird geändert auf B, Stalin-Note. Ich musste auch erstmal sicherheitshalber nachgoogeln. Doktrin ist ein politischer Grundsatz oder ein politisches Programm. Ähnlich wäre zum Beispiel der Begriff Leitlinie oder Leitsatz. Deswegen könnte ich mir das in der Adenauer-Doktrin durchaus vorstellen, so nach dem Motto, hey, das ist jetzt unser Ziel, so ja. da wollen wir gerne hin, aber das ist so nicht passiert. Stattdessen war es in der Stalin-Note, das ist ein Punkt für euch, die Stalin-Note ist richtig. Jetzt frage ich mich allerdings, was ist die Stalin-Note? Was ist das? Eine Note Stalins, ist das wie so eine Notiz oder was ist eine Note? Ich habe keine Ahnung, was eine Note ist in dem Fall. Eine diplomatische Note ist eine Form des Briefwechsels zwischen den diplomatischen Vertretungen. Ach, das habe ich ja noch gar nicht gehört. Das ist ja verrückt. Okay, also die Stalin-Note ist richtig. Und damit habt ihr die vorletzte Frage richtig beantwortet. Bram, du darfst jetzt auch wieder beginnen bei der allerletzten Frage. Geil. Schon in der... Was? Lass ich Jen einfach alleine. Ich sag einfach. Ja, einfach so, weiß ich nicht. Ich sag nix. Letzte Frage. Schon in der Antike kannte man eine Legierung aus Gold und Silber namens A. Nukleon, B. Elektron, C. Proton oder D. Neutron. Also, schon in der Antike kannte man eine Legierung aus Gold und Silber namens. Ja, es muss Nukleon sein. Weil Elektron, Proton und Neutron sind die drei Kerne des Atomkerns. Also sind die drei, wie hieß es? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Was ist denn kleiner als ein Atom? Wie hieß das denn? Die nächst kleinere Stufe halt sind die drei Sachen.
halt das Elektron, der Proton und das Neutron. Und der Nukleon muss dann halt sein, nach Ausschlusskriterium. Okay, A, Nukleon. Jen. Ja, same, also Elektron, Proton und Neutron habe ich schon mal gehört und Nukleon habe ich noch nie gehört, auch nicht in der Verbindung, deswegen würde ich auch nach Ausschlussverfahren Nukleon sagen. Okay, dann habt ihr euch relativ schnell hier bei der eigentlich schwierigen letzten Frage geeinigt auf Nukleon. Habe ich direkt mal gegoogelt, weil kenne ich natürlich auch nicht. Als Nukleon bezeichnet man die beiden Teilchenarten, aus denen Atomkerne bestehen, nämlich Protonen und Neutronen. So. Das kannten die in der Antike noch nicht. Hä? Aber was die in der Antike wohl schon kannten, ist etwas, an dem schon in der Antike die Elektrizität untersucht wurde. Wow. Ein negativ geladenes Elementarteilchen, das sich Elektron nennt. Wow. Das kannten die schon. Die crazy motherfuckers. Okay, ich habe die Frage komplett falsch verstanden. Na, Goldregierungszeug, oder? Ja, genau. Ich dachte halt, ich dachte, wir suchen den Namen aus der Legierung aus Gold und Silber. Ja. Also schon in der Antike kannte man eine Legierung aus Gold und Silber namens. Die Legierung heißt Elektron. Okay. Ja. Okay, alles gut. Ja, dann habe ich die Frage doch nicht falsch verstanden. Okay. Und in dem Fall Elektron. Und daran wurde dann schon irgendwie geforscht mit Elektrizität oder so. Keine Ahnung. Deswegen B, Elektron. Und ihr habt, nachdem ihr mit 7500 Punkten dieses Spiel beendet habt, noch eine Frage richtig beantwortet mit einem Pünktchen. Aber 7500 ist doch ein ordentliches Ergebnis. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, euch diese Fragen vorzulesen. Ja. Und vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank, Jen, dass du hier mitgemacht hast. Sehr gerne. Und vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.